Meine Damen und Herren, ich habe in der letzten Vorlesung dieser Reihe über Überfluss und Überdruss, über die Krise der patriarchalisch autoritären Gesellschaftsstruktur gesprochen, die, wie mir scheint, in der europäischen, in der westlichen Gesellschaft vor sich geht. Ich habe über ihre Ursachen gesprochen und möchte jetzt einiges sagen über die Folgen dieser Krise. Über die Folgen, die aber auch zum Teil wiederum Ursachen sind. Es geht ja, wie so oft hier, in beiden Richtungen. Wenn man sich fragen will, was Ursache und was Folge ist, dann gibt es darauf gar keine einfache Antwort, sondern gewisse Faktoren wirken aufeinander und reproduzieren sich in gesteigertem Maße immer wieder selbst. Zunächst einmal ein paar Worte über das, was man nennen kann das Fiasko der Religion. Nun, das Fiasko der Religion, das hat sich ja nun schon allmählich herumgesprochen, dass das tatsächlich besteht, trotz der Tatsache, dass die meisten Menschen an Gott glauben, wenn sie von den Vertretern einer Organisation, die Rundfragen macht, gefragt werden, dass sie sogar hin und da in die Kirche gehen, und dass die Zahl der sogenannten Atheisten oder die sich so nennen immer noch recht gering ist. Aber in Wirklichkeit ist es ganz klar, und viele Theologen haben das deutlicher gesehen und sehen es deutlicher sogar als viele Nicht-Theologen, dass die Religion in einer tiefen Krise ist und schon seit einigen hundert Jahren in dieser Krise ist. Aber diese Krise verstärkt sich immer rascher, wie ja alles mit immer beschleunigter vor sich geht, je näher wir der Gegenwart sind. Nun möchte ich einmal zunächst betonen, dass das Fiasko der Religion ein doppeltes ist, weil nämlich die Religion eine doppelte Funktion hatte. Das heißt, die Religion, die wir im Westen haben, die also im Wesentlichen auf der jüdisch-christlichen Tradition beruht. Nämlich die Religion, wie wir sie kennen, hat die doppelte Funktion einer Naturerklärung und von moralischen Prinzipien, wenn Sie so wollen, einer Ethik. Das sind zwei Dinge, die an sich gar nichts miteinander zu tun haben. Denn wie Sie die Natur erklären, das ist eine Sache. Und eine andere Sache ist, welche moralischen Prinzipien, welche Werte Sie haben. Aber ursprünglich waren diese Dinge nicht geschieden. Und sie waren nicht geschieden aus verschiedenen Gründen. Erstens einmal war die Idee der Schöpfung der Welt durch einen Gott, der die höchste Intelligenz, die höchste Weisheit, die höchste Macht ausdrückt, war das ja eine Hypothese, die tatsächlich eine außerordentlich einleuchtende, rationale Hypothese ist. Und auch wenn sie heute noch als überzeugter Darwinist sich die Weltentwicklung, die Menschenentwicklung ansehen als Folge der natürlichen Selektion und von Mutationen, dann erscheint es immer noch, als ob die These von Gott als Schöpfer sehr viel einfacher einzusehen ist als die These davon, dass der Mensch, so wie er heute ist, das Produkt einer von einigen Millionen oder Hunderten von Millionen Jahren von selbst erfolgter und in gewisser Weise dem Zufall oder auf jeden Fall den Selektionsgesetzen unterliegenden Prinzipien ist. Das war vor Darwin eigentlich eine sehr logische, einleuchtende Naturerklärung. Und der Mensch hat immer das Bedürfnis gehabt, auch in den primitivsten Zeiten, sich ein Bild von der Welt zu machen und natürlich auch ein Bild davon, wie ist denn die Welt zustande gekommen. Es gibt einen primitiven Stamm zum Beispiel, der hat ein Bild von der Welt, dass jemand getötet worden ist und dann ist das Blut herabgeflossen und aus dem Blut sind die Menschen gemacht worden. Und das heißt eigentlich nicht die Menschen, sondern nur die tapferen Menschen. Und die Feiglinge und die Frauen, die sind nicht aus dem Blut, sondern aus dem Fleisch der zwei Beine gemacht worden. Das ist eine alte Version der Lorenzschen Theorie eigentlich, dass dem Menschen der Tötungsinstinkt eingeboren ist, die Blutlust eingeboren ist, nur war liebenswürdigerweise, oder die dachten es ja nicht so liebenswürdig, von denen, die an diesen Mythos glaubten, gesagt, dass immerhin die Frauen diese Blutlust nicht haben. Das hat man allerdings, hat man sie dann mit den Feiglingen zusammengeworfen. Das tut man ja auch
heute noch, das ist so eine der typischen Vorurteile der patriarchalischen Gesellschaft, dass man sagt, die Frauen haben weniger Gewissen als die Männer, sie sind eitel als die Männer und sie sind feiger als die Männer. Nun, das ist notorisch unwahr. Oder sie sind unrealistischer als die Männer. Die Frauen sind realistischer und jede Krankenschwester weiß, dass wenn man einen Bluttest macht und Blut entnimmt, dass die Zahl der Männer, die ohnmächtig werden, viel größer ist als die der Frauen. Jede Frau weiß, dass ein Mann, wenn er krank ist, sich furchtbar gibt und anstellt und eine Frau, wenn sie krank ist, das mit sehr viel größerer Sicherheit trägt. Aber die meisten Frauen sagen das nicht, weil die Männer darauf bestehen, dass man diesen Mythos glaubt. Es sind aber im Grunde genommen dieselbe Propaganda, wie Sie das bei der Rassenpropaganda oder Nationalpropaganda sehen, nämlich, dass der Gegner oder der Unterworfene, Sie sehen das auch bei den Negern, was die Weißen über die Neger sagen, ist fast das Gleiche, wie was man über die Frauen sagt, was die Männer über die Frauen sagen, sehr niedlich, reizend, hübsch, schön zum Spielen, aber nicht ernsthaft und sogar Freud hat gesagt, die Frauen haben weniger Gewissen als die Männer. Nun, wie man noch weniger Gewissen haben kann als die Männer von heute, das ist ja schwer, sich vorzustellen. Und natürlich ist das nichts als eine reine Propagandameldung über die Minderwertigkeit des Feindes, die man eben überall da findet, wo eine Gruppe eine andere beherrscht und dafür sehen muss, dass das Selbstbewusstsein der beherrschten Gruppe genügend gedrückt bleibt, so dass die sich nicht aufmuchsen und wissen, sie werden eben beherrscht, weil sie das so brauchen. Das war nur eine kleine Fußnote apropos der einen Funktion der Religion, nämlich eine Naturerklärung zu sein. Und das ging ja auch soweit ganz gut bis zu Darwin. Und dann kommt plötzlich diese erschütternde Entdeckung, dass man sich rational und wissenschaftlich gesehen die Entstehung der Welt, die Entstehung des Menschen erklären kann, ohne die Idee eines Schöpfers, sondern tatsächlich durch die Prinzipien der Evolution. Ich sagte schon, das ist für den Laien doch schwerer sich vorzustellen als die Idee von Gott, aber für den Wissenschaftler ist es trotzdem eine durchaus vorstellbare Sache und tatsächlich scheint kein Zweifel darüber zu bestehen, dass die Darwin'sche Theorie, wenn auch mit manchen Veränderungen und Revisionen, aber dass die Evolutionstheorie im Ganzen den tatsächlichen Verhältnissen entspricht und die Idee einer Schöpfung des Menschen und der Welt von Gott ein Mythos ist, ein Gedicht ist, ein Symbol ist, was etwas ausdrückt, aber keine naturwissenschaftliche Wahrheit. Nun, damit hatte die Religion ein Bein verloren, sozusagen, weil die Menschen nicht mehr beeindruckt waren von diesem Anspruch der Religion, die Natur zu erklären. Blieb aber die Religion als Verkünder moralischer Gesetze. Liebe deinen Nächsten, liebe den Fremden, wie das Alte Testament sagt. Liebe deine Feinde, wie das Neue Testament sagt. Gib dem Armen dein letztes Hemd. Wie kann man denn das tun, wenn man erfolgreich sein will in der modernen Gesellschaft? Dann ist man ja ein Trottel. Dann endet man ja natürlich nicht am Gipfel, sondern ganz unten, wenn man die Ethik des Neuen oder Alten Testaments praktiziert. So lebt der Mensch auf, wenn man es einmal höflich ausdrücken will und nicht sagen will, auf einem Schwindel, so lebt er auf zwei Gleisen. Auf der einen Seite wird er erzogen und glaubt er auch irgendwie, dass man ein Altruist sein muss, dass man ein Christ sein muss, dass man liebend sein muss, dass man Menschenliebe haben muss. Und auf der anderen Seite weiß er, dass wenn er Erfolg haben will, wenn er das Beste kriegen will, was er kann, dann kann er das nicht, wenn er diese Tugenden praktiziert. Dazu möchte ich übrigens sagen, dass viele Menschen das sogar überschätzen. Ich glaube, man kann sogar ein guter Christ oder guter Jude sein, das heißt ein liebender Mensch sein und braucht gar nicht zu verhungern in der gegenwärtigen Gesellschaft. Wenn man Kompetenz hat, etwas zu tun, wenn man etwas gut kann, denn die Gesellschaft hat auch ein Bedürfnis nach Gekonntem. Aber man wird wahrscheinlich oder ziemlich sicher nicht die obersten Positionen erreichen, außer wenn man ein ganz großer Chirurg ist. Oder ganz wenige Fälle, wo einer tun und lassen kann und denken und lassen kann, was er will, weil ihn die Menschen und sogar auch gerade die Mächtigen so brauchen. Aber immerhin, die Tatsache ist, dass die Moral des Christentums, die Moral des Judentums in diametralem Gegensatz steht
zu der praktizierten Moral des Erfolges, das in unserer Gesellschaft notwendig ist. Die eine Moral des Eigennutzes, des Selbstinteresses, des Nicht-Hergebens, des Nicht-Teilens ist. Nun, darüber brauche ich ja nicht lange zu reden, denn das weiß jeder von Ihnen, wenn er sich nur die Frage stellt, und außerdem haben schon viele andere Leute darüber gesprochen. Das heißt, durch die Ethik, durch die praktizierte Ethik im modernen Kapitalismus, wird der Religion oder wurde der Religion das andere Bein amputiert, nämlich als Vertreterin von Werten zu sein, weil man die Religion in dieser Funktion auch nicht mehr glaubt. So hat Gott abgedankt als Schöpfer der Welt und Gott hat abgedankt auch als Verkünder von Werten, von denselben Werten, die in allen großen humanistischen Religionen oder Philosophien als die obersten Werte hingestellt und anerkannt worden sind, nämlich den Wert, liebe deinen Mitmenschen und sei nicht gierig. Das ist das Wesen der Ethik, des Buddhismus, des Alten Testaments, des Neuen Testaments bis zum Ende des Mittelalters. Dann hört das allerdings auf. Nun allerdings kann der Mensch nicht ganz oder kann der Mensch überhaupt nicht ohne Religion leben. Ich habe das schon angedeutet. Der Mensch kann nicht nur vom Essen und Trinken leben oder wie die Bibel sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Der Mensch muss eine Vision haben, die über ihn selbst hinausweist. Einen Glauben an etwas, was ihn herausführt aus der tierischen Aufgabe, seine ganze Energie zu gebrauchen, um sein Leben zu fristen. Das ist zu bedeutungslos, es ist zu physiologisch, es erweckt kein Interesse. Und so hat es natürlich immer viele Religionen gegeben, die nennen wir heute Heidentum, Götzendienst. Nun, was das eigentlich ist, ist eine andere Frage, auf die ich jetzt hier nicht eingehen kann. Aber ich glaube, man kann sagen, es entwickelt sich in unserem Jahrhundert eine neue Religion. Die Religion, ja, Sie könnten sagen, die Religion der Technik. Aber ich will es etwas näher ausführen. Denn diese Religion der Technik hat zwei Aspekte. Der eine Aspekt ist das Schlaraffenland. Das heißt, die Vision des Menschen, der ungehinderten, unbegrenzten Bedürfnisbefriedigung und immer wieder, wie ich das schon vorher ausgeführt habe, so gesehen, dass die Bedürfnisse immer wieder produziert werden, es also kein Ende gibt und dass also der Mensch wie ein ewiger Säugling mit dem offenen Mund wartet, gefüttert zu werden, gefüttert, mehr, mehr und mehr. Und dass schließlich das Paradies ist das Paradies des unbegrenzten, absoluten Genusses und des falschen Überflusses, des überflüssigen Überflusses, dessen, was passiv und faul macht. Das ist aber nur die eine Seite. Und von daher kann man sich erklären, wieso der moderne Mensch in gewisser Hinsicht so außerordentlich faul ist. In einer noch voll entwickelten Industriegesellschaft wie Amerika geht man noch nicht einmal mehr, sondern man fährt die 5 Minuten zur nächsten Drogerie oder zum Laden mit dem Auto. Man rechnet auch nicht mehr, selbst 3 einfache Additionen, sondern man nimmt die Maschine. Das heißt, man vermeidet jede Anstrengung, das ist das Prinzip. Jede Anstrengung soll man vermeiden, die durch eine Maschine ersetzt werden kann. Das mag ja für die wirtschaftliche Produktion ein großer Fortschritt sein, aber wenn das der Mensch auf sich anwendet, atrophiert sein Gehirn, seine Muskeln und tatsächlich die Herzkrankheiten profitieren davon. Denn dieser völlige Mangel an körperlicher Anstrengung macht den Menschen auch physisch krank. Aber es gibt einen anderen Aspekt dieser Religion der Technik und dieser Aspekt ist viel komplizierter. Der Mensch seit der Renaissance hat sein Denken darauf gewandt, die Naturgeheimnisse zu verstehen. Die Naturgeheimnisse zu verstehen, das heißt die Geheimnisse eigentlich Gottes selber. Denn Gott als der Schöpfer der Natur ist auch der, der die Geheimnisse der Natur kennt. Die ganze Energie des Menschen in den letzten 400 Jahren ist daraufhin verwandt worden, die Geheimnisse der Natur zu kennen und die Natur zu beherrschen. Zu beherrschen zunächst einmal in dem Sinn der größeren Produktion,
aber schließlich auch. Und das ist schwer auszudrücken, weil es noch gar keine so ganz ausgesprochene Prägung gefunden hat. Aber ich würde doch sagen, ganz radikal ausgesprochen, selbst zum Gott zu werden. Die Natur zu machen, die Welt zu schaffen. Und ich glaube, dass das Schauspiel, was wir gesehen haben, dieser fantastischen, wilden, fanatischen Begeisterung, die in der ganzen westlichen Welt erfolgt ist, wie die Astronauten da nach dem Mond geflogen sind und tatsächlich mit ihren Stiefeln dem Mond den Stempel aufgedrückt haben, dass das in Wirklichkeit nur aufzufassen ist als eine religiöse, wenn Sie so wollen, religiös-heidnische Reaktion. Nämlich als den ersten Schritt, in dem Mensch Gott wird, in dem der Mensch das tut, was seine ursprünglichen Grenzen überschreitet. Sie konnten viel lesen damals in den Zeitungen, das ist das größte Ereignis seit der Schöpfung der Welt. Nun, das ist natürlich ein bisschen unvorsichtig zu sagen von Menschen, die sich als Christen ausgeben und für die zumindest die Geburt und der Tod Christi das größte Ereignis seit der Schöpfung der Welt sein sollte, denn das sagen sie immer. Aber das vergaß man in dem Augenblick und man gab in Wirklichkeit eine subjektive, erlebte Wahrheit zum Besten. Nämlich in der Tat, hier wird der Mensch zum Gott. Hier überspringt der Mensch die Gesetze seiner Beschränktheit, wenn Sie so wollen, seine Erdenschwere, symbolisch gesprochen, und beginnt einen Pfad ins Unendliche. Nun, wenn man diese Dinge so ausdrückt, dann scheinen sie vielleicht übertrieben zu sein, aber sie drücken, glaube ich, etwas aus, was unter der Oberfläche vor sich geht oder, wenn Sie so wollen, unbewusst vor sich geht. Sie müssen sich aber fragen, wieso sonst ein Unternehmen wie das des Mondfluges eine so wilde, hysterische Begeisterung erregen könnte. Das, was man darüber gesagt hat, dass das für die Wissenschaft wichtig ist, ist erstens nicht wahr. Es hat sich sehr herausgestellt, dass gerade die Wissenschaftler dann in Amerika zurückgetreten sind von ihren Stellen, weil man wissenschaftlich gar nicht viel getan hat. Und außerdem, wer wird denn so begeistert über einen wissenschaftlichen Erfolg? Alle halbe Jahre wird eine fantastische wissenschaftliche Entdeckung gemacht. Mit der kann man ja keine Katze hinter dem Ofen hervorkriegen. Sondern das sind alles Rationalisierungen. Hier ist ein neues, wird angerührt an eine Art Götzendienst, in der der neue Gott die Technik ist, der Mensch selbst zum Gott wird und diese Astronauten zu den Hohepriestern der neuen Religion. Und deshalb wurden sie bewundert, wie einst vielleicht die großen Priester bewundert wurden, der Hohepriester oder der Schamane, weil sie die Repräsentanten sind der neuen Religion, der neuen Vision. Aber das sagt man nicht so, das denkt man nicht so, weil man es gar nicht so denken kann, denn wir sind ja alle Christen oder Juden oder zumindest keine Heiden. So muss man also diese Dinge nicht aussprechen. Man muss sie verschleiern, man muss sie rationalisieren. Ich glaube aber doch im Wesentlichen, was vorgeht, ist die Bildung einer neuen Religion, in der der Mensch Gott wird oder in der die Technik zur großen Mutter wird, die alle ihre Kinder in einer fantastischen Weise ernährt oder eine Mischung von beiden, das ist alles sehr kompliziert, und dass diese neue Religion keine moralischen Prinzipien verkündet, sondern ganz im Gegenteil. Diese neue Religion verkündet nur das moralische Prinzip der Technik und das lautet, du musst das tun, was du technisch tun kannst. Die technische Möglichkeit wird zur moralischen Verpflichtung, zur Quelle der Moral selbst. Nun, dieses hat aber wiederum große Konsequenzen. Dostojewski hat einmal gesagt, wenn Gott tot ist, dann ist alles erlaubt. Das heißt, alle bisherige Moral, so dachte er, beruhte auf der Anerkennung Gottes. Und wenn der Mensch nicht an Gott glaubt, wenigstens nicht in Wirklichkeit, sondern nur mit seinem Kopf, und das ist ja nicht die ganze Wirklichkeit des Menschen, ja, dann besteht die Frage, wird er dann vollkommen unmoralisch? Sind dann keine Prinzipien der Moralität mehr da? Nun, das ist in der Tat ein sehr ernstes Problem. Und wenn man pessimistisch sein will,
dann kann man sagen, ja, das so ist es gekommen. Denn unsere Moral ist ständig abgesunken. Stellen Sie sich nur einmal vor, den Unterschied noch von 1914 bis heute. 1914 hat man zwei Regeln beachtet. Man hat keine Zivilisten getötet und man hat nicht Menschen gefoltert. Heute, und schon im Zweiten Weltkrieg wurde das zur Regel, tötet man Zivilisten, Hunderttausende und Millionen von beiden Seiten, weil es der Kriegführung günstig ist, aus irgendwelchen Gründen. Das heißt, weil Einschränkungen in der Gebrauch der Gewalt nicht mehr anerkannt werden. Weil die menschliche Erregung, wenn Sie so wollen, des Mitleids, des Mitgefühls, Grenzen zu setzen im Gebrauch der Gewalt, für welche Zwecke immer, weil diese Regungen sehr viel schwächer geworden sind. Und zweitens, man foltert. Zwar bestreitet das jeder, es ist aber allgemein bekannt. Es gehört heute zur Praxis vieler Regierungen, wie auch vieler, die gegen die Regierung kämpfen, dass man die Folter systematisch gebraucht, wenn man auf diese Weise Informationen bekommt, das heißt, wenn das dem eigenen Kampf dienlich ist. Nun, das ist natürlich ein Absinken der Menschlichkeit, der Moral. Nicht vielleicht ein Größerwerden der Grausamkeit, das glaube ich gar nicht, sondern nur ein Wenigerwerden der moralischen Hemmungen, des Mitleids, was aber eine große Veränderung in der Welt mit sich gebracht hat. Auf der anderen Seite sehen wir aber, dass neue moralische Prinzipien aufgetaucht sind, speziell auch in der jungen Generation. Zum Beispiel der Kampf für den Frieden, für das Leben gegen den Krieg und Zerstörung. Das sind nicht nur Phrasen, sondern das sind tatsächlich moralische Prinzipien, die sehr tief die Menschen und speziell der jungen Generation, aber nicht nur der jungen Generation, berühren. Millionen von Menschen sind heute berührt von der Frage, dass man nicht unnötig Leben zerstören soll und dass Kriege unmenschlich sind, speziell auch, wenn sie noch nicht einmal der Selbsterhaltung dienen. Oder die Moral der Liebe, etwas, was Sie bei den Hippies sehen, was manchmal verzerrt ist, was manchmal, wenn Sie so wollen, komisch ist. Aber es ist doch eine Moral der Liebe im Gegensatz zum Konsum, im Gegensatz zur Leistung im Sinne des autoritären Prinzips. Und Sie finden auch eine Moral der Selbstaufopferung im politischen Kampf. Etwas, was wir gesehen haben in Russland im Beginn des 19. Jahrhunderts, bei den Narodniki. Dieser politische Kampf mag häufig und ist häufig falsch. Seine Ziele sind häufig schädlich oder irrational. Ich will hier nur sagen, in diesem Zusammenhang, eine Sehnsucht, eine Notwendigkeit für moralische Prinzipien findet sich gerade bei denen häufig, die nicht mehr ihre moralischen Prinzipien aus der Religion ableiten. Und in der Tat glaube ich, dass Dostojewski Unrecht hatte. Denn wir finden, der Buddhismus ist das glänzendste Beispiel dafür, dass in vielen Kulturen der Mensch dieselben moralischen Prinzipien hat, aber nicht auf der autoritär-patriarchalischen Basis, sondern, wenn Sie so wollen, auf der humanistischen Basis. Das heißt, dass der Mensch gar nicht leben kann, dass der Mensch verwirrt wird, dass der Mensch unglücklich ist, wenn er nicht ein Prinzip hat, das für ihn und für die Umwelt als Prinzip der Lebensführung gelten kann. Ob das Sie das nun im Kantschen Sinne nehmen wollen oder in irgendeinem anderen Sinn, bleibt sich ganz gleichgültig. Ich kann jetzt hier nicht darauf eingehen, aber ich glaube, man kann zeigen, dass, und das habe ich am Anfang schon erwähnt, dass in der Tat der Mensch ein tief eingewurzeltes Bedürfnis hat, moralisch zu handeln, weil das für ihn eine innere Harmonie und ein inneres Gleichgewicht schafft, was er durch das unmoralische Handeln verliert. Aber in der Tat,
Dazu gehört vor allen Dingen die Bedingung, dass ihm nicht ständig eingeredet wird, dass um moralisch zu sein, er töten muss, um moralisch zu sein, er gehorchen muss, um moralisch zu sein, er nur sein eigenes Interesse verfolgen muss, außer das Interesse des Staates, um moralisch zu sein, er kein Mitleid haben darf. Und dann natürlich, wenn diese Stimmen zu groß werden, dann wird der Mensch leicht dazu verführt, seine innere Stimme nicht zu hören, und dann wird er auch leicht dazu verführt, wenn die Quellen dieser alten Moral erschüttert werden, dann zu glauben, wenn Gott tot ist, ist alles erlaubt. Aber so ist es auch nicht.